Hallo. Hallo. Also der Plan ist, dass ihr euch aussieht. Die erste Folie ist nicht animiert, deswegen können wir hier einfach ganz locker mal reden. Genau, um vorher zu starten, ist meine Jungfernfahrt. Hab noch nie vor so großem Publikum gesprochen, also verzeiht mir meine Nervosität. So, starten wir. Der FKK. Angefangen mit den Leadership Days, das war so unser Startpunkt. Wir haben 2 Tage veranstaltet, an denen wir Impulse setzen wollten zum Thema moderner Führung bei uns im Unternehmen. Und es durften alle daran teilnehmen, die sich am Thema Führung interessieren. Das war schon mal ein Wendepunkt. Plus nochmal, wir hatten Speaker eingeladen wie Nils Pfleging. Da ist eine Sache rausgekommen, also mal mindestens eine, nämlich dass Selbstorganisation für uns ganz wichtig ist. Das haben wir fortan zu unserer Sonne erklärt. Da wollen wir hin, Selbstorganisation im ganzen Unternehmen. Und von Nils gelernt, natürlich wollen wir die Pyramide abschaffen und den Pfirsich einführen. Wer das nicht versteht, der liest sein Buch. Genau. Wie führen wir jetzt den Pfirsich am besten ein? Dafür brauchen wir einen Handlungsrahmen bei unserer Kenntnis. Wir dachten jetzt, wir wollen anhand von Prinzipien diesen Handlungsrahmen gestalten und haben uns so Anfang Januar zusammengesetzt und diese entwickelt. Im März haben wir die jetzt begonnen einzuführen und arbeiten damit fortwährend weiter. Diese Prinzipien leiten uns auch bei dem Umbau von klassischen HR-Instrumenten wie Mitarbeitergespräche, Gehaltsgespräche und auch so einige andere, die hier an den Tools stehen. Also Führungsfeedback, Kulturfeedback, eine Führungswerkstatt und auch sowas wie ein FKK. Genau, darum wollen wir uns heute mal kümmern, um den Führungskulturkreis, den wollen wir euch gerne näher bringen. Wichtig für mich, es ist ein Führungskulturkreis, kein Führungskräftekreis. Also das ist für uns ein Mindset-Thema, welches auch in den Prinzipien verankert ist, welches sagt, wir wollen Führungsarbeit im Team haben. Und da fangen wir mal ganz vorne an. Wenn wir jetzt erklären, warum machen wir sowas, dann ist ja immer gut, mit dem Kunden anzufangen. Also irgendwie wollen wir Wert für den Kunden schaffen, weil wenn der zufrieden ist, dann gibt er uns sein Geld und wenn er uns sein Geld gibt, dann sind wir auch zufrieden. Genau. Zufrieden. Genau. Und zufrieden. Nun ist ja der Wettbewerb, um dieses Geld zu bekriegen, immer härter, ne? Der wird immer schwieriger. Die Probleme werden immer komplexer und wir müssen dadurch mehr Geschwindigkeit als Unternehmen aufnehmen, um zu reagieren. Diese Geschwindigkeit führt dazu, dass wir sagen, okay, wir müssen dort denken, wo gehandelt wird. Das verlangt natürlich eine Änderung im Thema Führung. Also die Führungskraft entscheidet ja nicht mehr. Die ist dann in der Rolle der Befähigung, sodass Mitarbeiter entscheiden. Das verlangt andere Soft Skills der Führungskraft. Das ist jetzt so die Betrachtung nach innen, also was von außen passiert und nach innen geht. Und dann gibt es einen zweiten Weg, wenn man auf den Wert für den Kunden achtet, da muss man sich Wertschöpfungsketten angucken. Also was will der Kunde und was kriegt er nachher, weil daraus resultiert ja seine Zufriedenheit. Und als wir angefangen haben bei Hypoport, haben wir gemerkt, dass wir ein riesiges Dickicht an verschiedenen Geschäftsmodellen beherbergen. Und räumen seitdem auf, versuchen die zu untergliedern und zwar in autonome Einheiten, sodass jede Wertschöpfungskette auch was Eigenes im Unternehmen wird. In der Hypoport Holding werden das autonome Einheiten. Und die können unterschiedlich sein, weil sie unterschiedliche Kunden haben. Genau, und wenn wir jetzt sagen, zum einen dürfen die Führungsbilder unterschiedlich sein, ne, und das ist völlig okay so, und wir wollen aber auch die Umsetzung zur Selbstorganisation, dann darf die genauso unterschiedlich sein. Und um diese Unterschiedlichkeit zu befördern, haben wir gesagt, es braucht einen Kreis für diesen Bereich, der die Umsetzung mitsteuert. Das ist dann unser Führungskulturkreis. Das unterstützen wir durch unsere Tätigkeit bei P&O, also zur Erinnerung, das heißt People and Organization und ist die nächste Evolutionsstufe von HR. Und wie machen wir das? Wir moderieren Workshops, wir geben eine Richtung, wir erinnern wieder an die Prinzipien und geben natürlich auch neue Impulse. Genau. Und dann haben wir noch die unterschiedliche Umsetzung, die wir natürlich fördern wollen in den unterschiedlichen Bereichen. Und gleichzeitig wollen wir auch durch die Unterschiedlichkeit, aber auch, dass sie sich darüber austauschen und nicht dieselben Fehler machen, die schon irgendwo entstanden sind, wie beispielsweise die Vakuumfalle. Wer schon mal davon gehört hat, mehr dazu auf unserem Blog. Der Werbeblock. So,
Genau, also was ist der Sinn und Zweck unseres FKKs, des Führungskulturkreises? Wir wollen den gesamten Prozess der Führungsentwicklung gestalten, und zwar sollen das die Mitarbeiter gestalten, nicht die Führungskräfte, und zwar sollen sie dabei berücksichtigen, sollen dabei die Hypoport-Prinzipien berücksichtigen. Genau, und dafür sollen sie sich selber einfach ihr Führungsbild machen und gucken, wo wollen wir denn auch damit hin? Und nachdem das geschärft ist oder immer wieder angepasst wird, gleichzeitig auch konkrete Schritte einzuleiten, wie beispielsweise, wie gehen wir mit der Weiterentwicklung unserer Führungskräfte oder der Ausbildung neuer Führungsarbeiter um, ne, weil das Thema wird ja nicht wegfallen, sprich halt von der Idee bis hin zur Umsetzung. Oh, genau, und Verantwortung habt ihr schon gelesen. Also ein wichtiger Punkt ist, dass so ein FKK jetzt von heute auf morgen nicht alleine entscheiden kann. Wir haben immer noch eine Führungshierarchie und jetzt hängen wir ganz schön. Genau, und zusammengesetzt ist dieser FKK mit Leuten, die gerne miteinander arbeiten, die möglichst halt konfliktfrei schon zusammenarbeiten, die sich mit dem Thema Führung auseinandersetzen und daran Spaß haben. Und gleichzeitig, die Bereiche müssen damit zufrieden sein, also mit der Vertretung aus diesem Kreis heraus. Erstmal ist diese ganze befristet für ein Jahr. Und dann wird er gewählt, dieser Führungskulturkreis, und zwar nicht von oben nach unten. Also Chefs sagen nicht, du bist drin, du bist drin, du bist drin. Und auch nicht die Leute sagen, ich bin drin, ich bin nicht drin, ich bin drin. Sondern wir machen sowas in der Mitte, das heißt dann soziokratische Wahl. Das geht über Nominierung und danachher tatsächlich auch demokratische Anteile, einen Mehrheitsentscheid. Genau, und da sind wir gerade in zwei Bereichen. Also sind unsere Piloten unterwegs, jeweils Zentralfunktion und Dr. Klein. Größe seht ihr, wir haben angefangen mit Grundlagen und die Prinzipien zu erklären, sind dann in den Managementzirkel gegangen und haben darüber entschieden, ob dieser Kreis eingeführt wird, und beim ersten Piloten sind wir schon in der ersten Sitzung. Genau, und das sind mal Beispiele für Themen, über die wir jetzt in den nächsten Sitzungen reden wollen, und da sieht man recht schnell, das sind ganz schön harte Führungsthemen und die sollen für die einzelnen Bereiche von den Mitarbeitern gestaltet, anders mit unseren Prinzipien, auf unseren Prinzipien basierend eben geregelt werden. Genau, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Fragen später. Applaus